Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 7. Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Wir sind wieder zurück bei unserem Clemens und wie sollte es anders sein, auch in diesem Part werden wir jede Menge Kinder bekommen. Und jede Menge unserer Kinder werden Geburtstag haben und wir werden viele neue Männer kennenlernen und es wird viele Techtelmechtel geben. Ja, starten wir am besten gleich mal in den Part hinein. Perfekt, also wir hatten 32 Babys, wir hatten mal 33, eins wurde abgeholt, weil wir sind super toll in dieser Challenge. Das ist unsere derzeitige Familie. Es sind aber schon sehr viele ausgezogen, muss man sagen. Warum sehen denn die alle so alt aus? Und warum haben die alle die gleichen Frisur? What? Das ist so weird. Warum haben Laurent und Artem die gleiche Frisur? Soraya und Luna und Bärbelduss? Und Klaus und Clemens der Zweite. Ja, schön. Gut. Starten wir einfach mal rein. Also, hier haben wir unseren Clemens Frost. Er wird gerade angerufen. Ach, ist mir doch egal. Ja, er hat viele Kinder. Ich schaue mal in den Stammbaum. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ich habe keine Ahnung mehr. Also, wir haben schon sehr viele Kinder. 32 an der Zahl. Auf jeden Fall. Ich glaube, es haben heute noch ein paar Kids Geburtstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die drei haben Geburtstag. Die Cattleya, der oder die Sunny, weiß ich gerade nicht, und Vivian. Und wie viele Leute haben wir im Haushalt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist er wieder schwanger gerade? Du bist nicht schwanger, Clemens? Was ist mit dir? Nein, er ist nicht schwanger. Gut. Das heißt, wir feiern jetzt schnell den Geburtstag von denen. Und dann müssen wir uns ganz schnell wieder jemanden angeln, weil wir brauchen mehr Babys. Haben wir noch einen Kuchen? Der hat schon wieder wer angegessen. Ach, die sind so nervig. Die essen immer den Kuchen an, den ich backe. Dabei sind das nur Geburtstagskuchen. Es sind alle drei Kuchen angegessen? Nein, oder? Nein, okay. Sabine. Okay, perfekt. Das muss ich mir nur merken. Wie merke ich mir dann das jetzt? Ihr müsst euch das merken, okay? Ihr müsst euch das merken. Vivian und Cordula sollten doch sicher am gleichen Tag Geburtstag haben, oder? Ich bin voll verwirrt. Vivian 0. Cordula 1. Ja, da ist irgendwas falsch. Die sind ganz sicher am gleichen Tag. Dann haben die beide heute Geburtstag. Ja gut, dann haben heute Cordula und Vivian Geburtstag. Und die zwei. Beginnen wir mal mit Cordula und Vivian. Wieso geht das nicht? Ach, jetzt steht er schon wieder nicht in der Mitte. Okay. Also. Ach so, nein, wait. Clemens, du musst gar nichts machen. Du musst essen. Unser Clemens isst jetzt mal ein Stück Torte und dann kann er ins Bett gehen. Weil er muss dann... Das ist doch gar nicht dein Bett, oder? Ach, ist mir doch egal. Jedes Bett gehört auch ihm. Schmutzli. Oh Gott, Schmutzli. Ich liebe Schmutzli. Du kannst dann mal Cordulo. Ach so, Cordulo. Entschuldigung. Ich dachte Cordula, aber natürlich nicht. Warum sollte das Kind auch Cordula heißen, wenn es auch Cordulu heißen könnte? Cordulo? Oh Gott. Ach so, dann mach du das doch, wenn du schon mit dem Kind interagierst. Schmutzli, hör auf. Hab mal Geburtstag und dann musst du schnell was essen. Oder weißt du was? Iss davor, Kind. Sonst wirst du uns noch weggenommen und das möchte ich irgendwie nicht. Lass den mal wieder runter. Ach so, jetzt hat er schon Geburtstag. Okay. Nein, doch nicht. Ist jetzt das? Cordulo, du isst jetzt ein Stück Kuchen. Hä? Ach, Vivian ist ja... Oh mein Gott. Vivian ist ja die Hungrige. Du, hör auf zu essen. Ach Gott. Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation, weil auch alle Kinder gleich aussehen. Alle Kinder haben diese komisch blond bis weißen Haare von Clemens geerbt. Ja gut, dann hast du schnell Geburtstag, Vivian, und dann isst du ganz schnell. Unsere kleine Vivian hat jetzt Geburtstag und dann muss sie ganz schnell essen. Ja, perfekt. Hab Geburtstag. Sie ist kleptomanisch, warum auch nicht, und schlau. Ist doch perfekt. Und dann müssen wir ganz, 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 ganz schnell, das machst am besten du. Du hast nichts zu tun. Du fügst da ganz, ganz schnell nochmal Geburtstagskerzen hinzu. So viele Geschenke. Ich lese das gar nicht mehr durch. Wir haben keine Zeit dafür. Also, Cordulo ist jetzt auch älter geworden. Er ist ein Bücherwurm und dann kriegt auch er das Mentalbestreben. Gut, und dann haben wir, wer hat denn noch Geburtstag? Ich habe es schon wieder vergessen.
Dann hat noch Geburtstag. Genau. Cattleya und Sunny. Wo sind die denn? Sunny, komm nach Hause. Ja, du schwänzt die Schule, denn du hast jetzt Geburtstag. Und zwar wirst du dir jetzt dir etwas wünschen. Und dann kommt natürlich auch noch Cattleya nach Hause. Ja, auch du darfst schwänzen. Und auch sie wird sich etwas wünschen. Perfekt. Dann haben wir noch Kleinkinder? Nein. Iss bitte was, Vivian. Sehr gut. Ja, und alle sind noch immer traurig, weil Alexandro wurde uns weggenommen. Ach ja, wir haben ja Hühner. Ja, du, wer auch immer du bist. Jennifer? Wir hatten eine Jennifer. An die kann ich mich nicht mehr erinnern. Du kümmerst dich einfach jetzt mal ein bisschen um die Hühner. Warum auch nicht? Und Sunny hat jetzt Geburtstag. Was? Ach so. Ich dachte gerade, Clemens stirbt. Dabei hatte nur Angst davor zu sterben. Niemand verlässt diese Welt lebend. Clemens weiß das. Clemens hätte nur nicht gedacht, dass er sich so bald Gedanken darüber machen würde. Es gibt noch so viel zu tun. Wie soll Clemens das alles erledigen, wenn der Sensenmann schon an der Ecke lauert? Wäre es sicherer, sich einfach für immer zu verstecken? Ach, armer Clemens. Ach so, der hat auch bald Geburtstag. Ach so, das ist Sunny. Wow. Clemens, wann hast denn du eigentlich Geburtstag? Ich kann nicht auf ihn draufklicken. Clemens? Gut, Sunny ist älter geworden und ist ein Genießer. Und dann geben wir, upsie, Sunny einfach mal irgendein Bestreben, das mit Essen zu tun hat. Clemens, wie lange hast du noch? Ach, der hat noch eine ganze Weile. Oh, wer bist denn du? Schmutzli, geht's nicht gut? Ja, dann kümmere dich vielleicht um deine Bedürfnisse. Ach, die Sims sehen aber auch immer blöd. Ach, mein Spiel hängt schon wieder ein bisschen. Cattleya ist eine Spinnerin, na, das ist ja toll. Dann geben wir einfach Meisterin des Unfugs. Warum nicht? Und Manuela, füg du am besten ganz schnell wieder Geburtstagskerzen hinzu, bevor irgendwer da ein Stück nimmt. Wer irgendwer nimmt da ein Stück? Aber ich glaube, das soll schon passen. Und dann hätte ich gesagt, wir gehen mit Clemens mal wieder auf Aufriss, weil es geht ihm gut. Und alle, die Geburtstag haben sollten, hatten Geburtstag. Und dann müssen wir erst morgen wieder nach Hause. Ja, gehen wir wie immer in unsere Bar. Falls ihr beim letzten Stream nicht dabei wart, das ist die klassische Bar, in die Clemens geht. Hier kann er schlafen, hier kann er essen, hier kann er Menschen aufreißen. Es ist einfach perfekt. Und übrigens an alle, die beim letzten Stream nicht dabei waren, schaut am besten auch gerne auf YouTube vorbei. Ich habe da jetzt den ersten Part hochgeladen. Also ich glaube, das waren so die ersten 2 Stunden. Und ich werde da jetzt nach und nach immer wieder ein paar Teile vom Stream hochladen. Es wird vermutlich ein wenig dauern, weil der Stream ging 12 Stunden und geht ja jetzt noch weiter. Aber ich glaube, ich möchte tatsächlich alle Parts hochladen und hoffe einfach, dass es nicht zu lange dauert. Ja, hier sind jetzt mit uns ein paar Kleinkinder gespawnt. Der Alex und der Aaron. Okay. Ist hier ein Mann, den wir noch nicht kennen. Ach nein, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt was anderes. Ich werde jetzt die anderen Welten ein bisschen umgestalten. Und auch in anderen Welten ein paar Spots platzieren, wo wir schlafen, essen und alles machen können. Einfach damit wir ein bisschen mehr Auswahl haben, weil sonst laufen uns immer nur die gleichen Männer über den Weg. Und es ist doch auch ein bisschen langweilig. Aber ja, oh, da sind ja auch viele Kinder. Ach ja, das Problem ist, ich habe halt überall jetzt die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu bekommen, auf 100% gesetzt. Und deshalb kriegen jetzt alle, glaube ich, sehr, sehr viele Kinder. Ein Spot in Tatosa wäre doch cool. Wie könnte ich das denn nennen? Also wie heißt das denn? Dann schaue ich da mal rein und schaue, ob die auch was zu essen verkaufen. Sonst stelle ich da irgendwelche Automaten hin. Oder irgendeine Bar. Ich weiß gar nicht. Wobei, es ist doch eine Bar. Dann müsste es doch Essen geben eigentlich. Ja, ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Vielleicht bräuchten wir jetzt in jeder Welt so einen Spot. Nein, okay, das klingt unfassbar anstrengend. Ich glaube, das ist nicht... Ja, nein. Das ist nicht gut. So. Ach, wer ist denn da gestorben? Ach so, weil ein Freund verloren hat. Hä? Wer ist denn bitte gestorben? Ist das ein Kind von uns? Nein, okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwer ist gestorben, ich weiß selbst nicht. Auf jeden Fall ist das unser Stammbaum. Und da Clemens ein junger Erwachsener ist und graue Haare hat, haben jetzt leider die meisten unserer Kinder graue Haare. Aber das ist jetzt einfach so und damit müssen wir leben. Ja, ich glaube, ich cheat ihm die traurige Stimmung dann mal weg, weil... Kann er nicht techtelmechteln? Und was tun wir in dieser Challenge, wenn Clemens nicht techtelmechteln kann? Also, reisen wir mal hier hin in das Love Hotel. Oh mein Gott, das klingt so nicht richtig.
Und er redet gleich mit dem ersten Boy. Wer bist du? Johnny Schwarz. Ja, perfekt. Hallo, Johnny. Du bist unser Mann. Red doch mit ihm. Und direkt kokett. Warum ist denn der wütend? Perfekt. Die sind beide schon kokett. Wir werden mal eine Runde bilden. Was macht denn der jetzt? Okay. Wir erzählen ihm eine unglaubliche Geschichte. Dann werden wir Nummern austauschen. Dann werden wir den Tag verschönern. Und dann können wir ihn eigentlich gleich mal betören. Hier haben wir jetzt Johnny und Clemens und er betört ihn. Perfekt. Das heißt, die können dann gleich mal techtelmechteln. Also ein bisschen dauert es leider noch. Aber bald werden ein Kompliment über Aussehen machen. Und dann mutiger Anmachspruch. Ach, dann kannst du mit ihm gleich über Ängste reden. Vielleicht besiegst du dann deine Angst. Das wäre sehr, sehr toll. Was macht er jetzt? Ach so, die schmusen jetzt, oder? Ja, perfekt. Die beiden haben jetzt ihren ersten Kuss. Sehr, sehr schön. Dann reden sie über ihre Ängste und dann könnt ihr gleich mal techtelmechteln oder auch nicht. Küss mal nochmal seine Hände. Wir müssten doch... Ja, hier oben sind Betten, oder? Ja, perfekt. Können wir noch nicht. Okay. Dann können sie nochmal flirten, sanft küssen. Das muss schneller gehen. Süßholz raspeln. Nochmal küssen. Schon ein bisschen süß eigentlich, die Challenge. So viele liebe Männer lernt er kennen. Bitten, Freund zu sein. Ich glaube nicht. Baby machen, oh mein Gott. Ja, okay, Baby machen in der Dusche. Sehr gut, ja, okay. Die Prüfungen laufen vermutlich nicht gut. Ach doch, die laufen ganz okay für unsere Kinder. Ich lese mir das jetzt nicht durch, weil um ehrlich zu sein, das interessiert mich nicht. Warum hat Klaus denn angerufen? Klaus, wer ruft dich an? Der Direktor ruft an. Warum? Klaus, bist du nicht in der Schule? Oh, wow. Ich glaube, unsere Kinder sind schlechter in der Schule, als ich gedacht habe. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Hey, wo ist der Dude hin? Johnny? Johnny, komm wieder her. Oh nein, ich glaube, Johnny hat was Besseres zu tun. Okay, perfekt. Johnny kommt gleich. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht techtelmechtelt haben. Finde ich ein bisschen blöd. Johnny? Ach, da. Perfekt, Johnny ist da. Dann machen sie jetzt gleich ein Techtelmechtel in der Dusche. Wobei, muss ich jetzt Baby machen klicken oder Techtelmechteln? Ich bin mir nicht sicher. Ja, klicken wir zur Sicherheit. Baby machen. Man, wieso geht denn der Dude jetzt schon wieder? Okay, ich setze ihn mal zurück. Johnny, geht's dir gut? Okay, wir raspeln jetzt mal Süßholz. Und dann auf ein neues. Der will irgendwie einfach nicht. Dann geht halt hier ins Badezimmer. Ist auch okay. Johnny, merken wir uns fürs nächste Baby. Dann gehen wir einfach hier... Ja, warum nicht? Gehen wir einfach zum Barkeeper. Sebastian! Du bist unser nächstes Opfer. Weil Johnny wollte uns nicht. Also eigentlich wollte er uns, aber anscheinend musste er zur Arbeit. Perfekt, die verstehen sich ja schon mal gut. Flirt gleich mal mit ihm. Wieso arbeitet denn der jetzt nicht mehr? Ja, verstehe ich nicht. Manchmal verstehe ich die Sims einfach nicht. Die machen Dinge, die niemand versteht. Dann sagen wir ihm, hey, du hast voll das coole Outfit an. Also diese Kellnerkleidung, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Steht dir wirklich gut. Dann können sie mal tratschen. Och nein, der ist nicht kokett. Das wird schwer. Machen wir einfach einen mutigen Anmachspruch. Verschönern seinen Tag. Dann erzählen wir einen Klopf-Klopf-Witz. Dafür, dass er nicht kokett ist, ging das jetzt tatsächlich schnell. Wieso hat er noch immer Angst vorm Lebensende? Ach so. Ach, ich verstehe das mit den Ängsten nicht. Die nerven mich. Aber gut, jetzt ist er kokett. Dann können sie nochmal flirten. Und du gehst jetzt nicht baden, Clemens. Du hast Dinge zu erledigen. Dann werden sie Nummern austauschen. Dann wird er einen Anmachspruch loslassen und dann... Was könnten wir dann machen? Seine Hände küssen? Und dann Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen? Das dauert mir schon wieder zu lang. Ersten Kuss erleben, perfekt. Okay, gleich haben wir es geschafft. Perfekt. Und dann noch einen Kuss hauchen. Oh, die verstehen sich voll gut. Das ist sehr, sehr süß. Schade, dass sie nur ganz kurz miteinander interagieren werden und dann werden wir ihn für immer vergessen. Wie es auch bei allen anderen Männern in dieser Challenge war. Baby machen in der Dusche. Funktioniert das jetzt? Sonst ist das Grundstück irgendwie verbuggt. Funktioniert das jetzt? Ja, sieht gut aus. Ach, da oben ist noch eine Dusche. Ja, natürlich. Sie gehen, wow, in die Dusche, die am weitesten oben ist. Der komplizierteste Weg möglich. Alles klar. Dafür ist sie aus Gold. Verstehe ich. Sie wollen ein bisschen mehr Glamour in ihrem Leben. Es ist Ladies Night. Na, das ist nicht gut.
Danach kann er gleich auf die Toilette gehen und einen Schwangerschaftstest machen. Und wie immer werde ich dann, sobald wir wissen, dass er schwanger ist, also er sollte schwanger sein, eigentlich habe ich das Schwangerschaftsrisiko auf 100%. Wenn nicht, ist schon wieder irgendwo ein Bug, was sehr, sehr oft passiert, leider. Aber dann werde ich das Trimester wieder aufs dritte umstellen und dann, ja, könnt ihr wieder raten. Was? Nein, du waschst jetzt nicht deine Hände. Wieso waschst du nicht hier deine Hände? Wieso wolltest du runtergehen? Für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch. Clemens erwartet ein Kind. Perfekt. Und Clemens wird jetzt dann was essen. Dann wird er duschen und dann wird er schlafen. Das ist auch kein Bett. Clemens, warum schläfst du nicht in einem der 27 Betten, sondern in diesem komischen Sarg? Kann mir das irgendjemand erklären? Gut. Wir brauchen mal was zu essen für Clemens. Wieso hat er denn nichts gegessen? Kann mir das irgendjemand erzählen? Wollt ihr noch Essen schicken? Ach! Jetzt kann er auf einmal essen? Gut, dann kann er hier noch auf die Toilette gehen und dann geht er einfach schlafen. Okay, isst noch was? Snack kaufen? Ja, kauft dir noch ein Sandwich. Und vielleicht noch ein Sandwich, weil du hast irgendwie die ganze Zeit Hunger. Ja, gut. So, wie lange dauert das Ganze noch? Achso, das wissen wir jetzt wieder nicht. Bindungen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, heute hat doch sicher wieder wer Geburtstag, oder? Welche Geburtstage feiern wir denn heute? Heute werden, oh, Clemens 2 und Klaus Frost werden heute erwachsen. Das sind tatsächlich unsere Clemens-Clemens-Babys. Also die sind, also die Mama und der Papa sozusagen sind Clemens Frost. Wo habe ich die denn? Da. Genau, Klaus und Clemens 2. Und hier haben wir Clemens Frost und Clemens Frost als Väterchen Frost, ja. Dann haben wir uns nämlich an Weihnachten geangelt. Das war auch sehr, sehr cool. Und wir haben auch im letzten Stream überlegt, ob wir den dann am Schluss heiraten von der Challenge. Das wäre irgendwie auch cool. Aber das schauen wir dann. Ich glaube, die Challenge dauert tatsächlich noch ein wenig. Also, ja. Es dauert sicher noch ein wenig. Also, aber dann hätte ich gesagt, nein, wir gehen nicht jetzt nach Hause. Wir warten. Ach, heute ist gar keine Schule. Gut, wir gehen jetzt nach Hause. Wir reisen jetzt mit unserem Clemens wieder nach Hause, natürlich nach Montgomery. Und dann feiern wir Geburtstag mit unserem Clemens dem Zweiten und dem Klaus. Und dann lassen wir sie gleich ausziehen. Also wir machen das bei der Challenge so, wir werfen sie einfach aus dem Haus, weil wir sind ja mehr als 8 Sims im Haushalt, deshalb kann ich sie nicht offiziell ausziehen lassen, weil sonst müsste ich ja aus dem aktuellen Haushalt noch mehr Sims ausziehen lassen und das wäre sehr kompliziert. Deshalb werfen wir sie einfach raus und alle unsere Kinder sind leider obdachlos. Aber wir glauben an unsere Kinder. Und sie werden ihren Weg finden, auch wenn wir sie rauswerfen. Ja, das steht fest. Zwei von unseren 1000 Kindern haben Geburtstag. Das ist doch schön. Wo sind denn unsere Geburtstagskinder? Genau. Klaus, komm hier hin. Und Clemens der Zweite kommt hier hin. Ach, die haben Angst vom Feuer. Stimmt, weil da gab es ja einen Brand mal. Irgendwer hat was in Brand gesteckt. Ich weiß nicht was. Gut. Auch da ist schon wieder was vergammelt. Ach so, da ist die Torte vergammelt am Boden. Das ist nicht so schlimm. Ich möchte nur nicht mehr, dass unsere Geburtstagstorten vergammeln. Gut, dann hat als erstes unser Klaus Geburtstag und dann jetzt auch noch Clemens der Zweite. Clemens der Zweite, es ist dein Geburtstag. Du darfst ihn feiern. Wieso finde ich nie die Mitte? Das gibt's doch nicht. Sich etwas wünschen. Okay, sehr gut. Also, Rauferei in der Nachbarschaft. Das können wir ja nicht mal erfüllen, weil Clemens ist ja schwanger. Kann er überhaupt kämpfen? Schwangere Sims können doch nicht kämpfen, oder? Ach, das verwirrt mich jetzt. Also, als erstes Geburtstag hat unser Clemens der Zweite. Sehr, sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und dann können wir ihn gleich rauswerfen, weil dann wird er gleich erwachsen. Oh, ist die lieb. Die Vivian räumt einfach auf. Ist das ein gutes Kind? Clemens ist jetzt auch noch ein Geek. Schön. Er ist ein böser Geek, der die Natur liebt. Finde ich toll. Dann geben wir ihm, ich weiß nicht, freiberuflicher Botaniker. Warum nicht? Und dann fügt er hier jetzt gleich nochmal Geburtstagskerzen hinzu. Klaus ist ein Chaot, ein Geek und kreativ. Ja, geben wir dem einfach, ach, was weiß ich, der wird Schauspieler. Schön, auch er hat die Highschool bestanden. Ich weiß nicht wie, er war wahrscheinlich niemals dort. Also, dann geben wir das wieder in den Kühlschrank und Klaus fügt da ganz schnell wieder Kerzen hinzu.
Oder macht das schon jemand? Ich. Ach, da sind schon welche oben. Okay, perfekt. Finde ich gut. Alles in Ordnung. Und jetzt können wir die rauswerfen. Also Clemens Frost der Zweite. Aus Familie entfernen. Klaus Frost aus Familie entfernen. Dann hätten wir wieder zwei geschafft. Finde ich absolut großartig. Clemens ist kokett und wird von Sebastian angerufen. Nein, ich möchte keine Verabredung. Von dir bekommen wir doch die Kinder, oder? Sebastian Winter, genau. Das muss ich jetzt gleich in meine Liste schreiben, sonst vergesse ich das Gach. Und dann Gach, das wird jetzt auch seltsam. Gut, Alexandro ist leider nicht mehr da. Den streiche ich mal aus der Liste. Also das Baby wurde uns im letzten Part weggenommen. Im letzten Stream weggenommen. Wir waren eigentlich schon bei Kind 33. Ist ein bisschen traurig, aber ist schon in Ordnung. Sebastian Winter. Ich gehe jetzt einfach mit Clemens wieder hier hin und werde mich ein bisschen um seine Bedürfnisse kümmern, einfach bis die Kinder kommen. Okay, ich hoffe dann, die Babys kommen bald. Also normalerweise sollten sie ja bald kommen. Okay, Johnny Schwarz. Nein, Clemens, wir möchten jetzt keine Verabredung mit dir. Wir müssen warten, bis wir die Kinder bekommen haben, dann können wir uns wieder treffen. Ach, jetzt möchte der beste Freunde werden. Ja, okay, Johnny, ist mir doch egal. Oh, wir haben jetzt das Bestreben erfüllt. Ja, cool. Na, ich glaube, wir brauchen kein neues, das passt schon. Clemens, warum kümmerst du dich nicht um deine Bedürfnisse? Geh mal auf die Toilette. Was? Nein! Dieser Johnny, den finde ich ein bisschen nervig. Zuerst will er unser bester Freund werden, da sage ich ja, okay. Dann möchte er uns heiraten, dann sage ich nein. Und dann will er wieder mit uns zusammen sein. Sehr, sehr anstrengend, dieser Mann. Jetzt stirbt er auch noch? Wieso stirbt er denn jetzt? Hä? Der stirbt jetzt aber nicht vor Scham, oder? Und jetzt bekommt Clemens auch noch die Babys. Ich muss ganz kurz warten. Stirbt Johnny jetzt vor Scham, weil wir ihn abgewiesen haben? Wait, ich muss das kurz fotografieren. Aber mit Johnny haben wir noch gar kein Kind. Das ist jetzt auch belastend. Das finde ich jetzt blöd. So, ach, jetzt ist er auch so traurig. Woran ist denn er jetzt gestorben? Können wir das irgendwo sehen? Nein, oder? Clemens bekommt jetzt mal schnell die Kinder und dann müssen wir definitiv nach Oasis Springs. Weil was da abgeht, versteht ja keiner mehr. Gut. Clemens, es ist Zeit. Du darfst zuerst auf die Toilette gehen, das erlaube ich dir sogar. Und dann darfst du ganz viele Babys bekommen. Hat heute noch wer Geburtstag? Nein. Also, dann werden wir jetzt die Babys auf die Welt bringen. Dann werden die schnell zu Kleinkinder altern. Und dann schauen wir nach Oasis Springs und schauen mal, was da so abgeht. Lulu ist tot? Wann ist unsere Katze gestorben? Stimmt, wir hatten eine Katze. Hä? Kann sich noch wer erinnern, wann die Katze gestorben ist? Also das war im letzten Stream, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass das jemals passiert ist. Ich meine, die Katze tut mir auch sehr leid. Wir haben absolut keine Zeit mit ihr verbracht. Aber ja, arme Katze. Gut. Clemens, mach mal weiter. Du musst Kinder gebären. Kinder gebären. Clemens bekommt ein Baby. Manchmal fühle ich mich einsam. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Gut, der erste Name war doch... War es nicht Sabine? War es Sabine? Sabine. Sabi als männlicher Name. Okay, dann heißt Sabi. Nächstes Baby ist Bierstübel. Bierstübel. Und kommt noch ein Baby? Ja, noch ein Mädchen. Gudrun, genau. Und dann haben wir noch unsere Gudrun. Kommt noch eins? Noch eins. Wir brauchen noch einen Namen. Noch ein Mädchennamen. Schon wieder mal Vierlinge. Ist das schön? Okay, sonst werde ich mal einfach mal zufallsgenerieren. Wurzella. Ist das ein Pokémon? Klingt nach Pokémon. Ich kenne mich bei der neuen Generation im Pokémon nicht mehr so gut aus. Könnte leicht ein Pokémon sein. Vierlinge. Clemens und Sebastian haben Vierlinge bekommen. Ja, gratuliere. Können wir eigentlich auch mit einem Geistechtel mächteln oder nicht? Kann mir das wer sagen? Das Ergebnis der Umfrage ist 4. Was passiert hier? Nicht genug Platz für Babys? Hä? Verstehe es nicht ganz. Okay. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Ihr unterschätzt immer den guten Clemens und seine Babys. Scheidende Liebe wegen Eifersucht? Clemens hat die Liebe seines Lebens beim Flirten mit jemand anderem erwischt? Ist das eine unbedeutende Sache oder verliert dieser Sim das Interesse? Clemens, wer zur Hölle ist die Liebe deines Lebens? Du hast 20 Liebesleisten, schätzungsweise. War es Johnny? Nein. Wieso hast du eine Liebesleiste mit Hillary?
Wann haben wir eine Liebesliste mit einer Frau angefangen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Masaru? Nein, ich weiß nicht. Wen hat... Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch eine Liebesliste mit... Fragt mich nicht. Aber gut, jetzt werden wir erstmal die Babys in die Liste eintragen. Also, 4 Babys mit Sebastian. 3, 4. Also, das erste war Sabi. Schon wieder alle vergessen. Das in der Mitte war Gudrun. Stimmt, irgendwas mit Bier. Bier? Was ist mit mir eigentlich? Bierstübel, genau. Bierstübel. Und dann Gudrun, Bierstüble. Och, ich habe jetzt nur Bierstübel. Und dann noch Wurzeller. Genau, perfekt. Das heißt, wir haben 4 neue Babys. Die werden jetzt alle mal Geburtstag haben, denn du redest sicher mit niemand anderem. Also, jetzt haben dann mal alle Geburtstag, einfach alle nach der Reihe. Das ist bei uns so, die haben, was? Super effiziente Babypflege? What the? Keine Ahnung, was das ist. Also, wir haben jetzt mal alle Geburtstag, 4. Also, 33, 34, 35, 36. Jetzt haben wir 36 Babys. Wir haben bald die Hälfte. Also, noch nicht wirklich bald, aber irgendwann. Was ist denn mit Soraya? Okay. Also, Sabi ist unabhängig. Und das nächste Kind hat Geburtstag, wenn Clemens es schafft. Gut. Wurzella ist älter geworden. Sie ist neugierig. Wurzella, unser Pokémon-Kind. Haben wir... Bierstübel hat großen Hunger. Ja, du hast doch gleich Geburtstag. Oh Gott, diese Kinder. Clemens, komm wieder her. Deine Kinder haben noch Geburtstag. Sobald die übrigens älter werden, hauen wir sofort wieder ab. Hä? Was? Wo ist die Wiege hin? Die Wiege ist verschwunden. Hä? Ach, gut. Habt ihr das gesehen? Das war weird. Bierstübel ist heikel. Ja gut, schön. Hör auf. Clemens, lass das Kind in Ruhe. Dein anderes Kind hat jetzt Geburtstag. Und Gudrun ist auch älter geworden. Sie ist albern. Och, ist das schön. Die haben jetzt nochmal sehr, sehr bald Geburtstag. Nämlich heute nicht. Heute haben Vivian und Cordulo, aber sie haben morgen normalerweise Geburtstag. Genau. Morgen ziehen dann auch die Fünflinge aus. Also Berbelus der Vierte, Luna, Soraya, Alti und Laurin haben dann Geburtstag, werden zu Erwachsenen und ziehen dann aus. Das wird schön. Das freue ich mich schon. Gut. Dann haben wir wieder mehr Luft im Haus und können wieder schwanger werden, weil jetzt haben wir ja nur... Wie viel... Ach. So viel Blödsinn passiert auf einmal. Ist das nervig? Okay. Wir haben im Haus... Ach, jetzt muss ich das wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 3 Babys hätten wir tatsächlich noch Platz. Könnten wir eigentlich wieder schwanger werden, finde ich. Aber gut, Clemens, du kannst jetzt mal eine Kleinigkeit essen. Du wirst jetzt einfach mal eine schnelle Mahlzeit essen. Und zwar ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich. Und dann machst du einfach mal ein Nickerchen. Dann müssen wir nämlich vermutlich schon wieder los. Okay, das Nickerchen machen wir vielleicht doch besser hier unten. Und in der Zwischenzeit feiern 2 unserer Kinder Geburtstag. Und ich habe schon wieder vergessen, wer. Cordulo und Vivian, genau. Gut, die feiern dann jetzt Geburtstag. So. Ist das jetzt die Mitte? Ich immer. Gut. Vivian, du kannst hier dir etwas wünschen. Und Cordulo, du gehst hier hin. Und geht es den Kindern vielleicht ganz schlecht? Dann müssen wir uns um die auch kümmern. Oder geht es denen eh ganz okay? Ach, das passt schon. Denen geht's doch allen blendend. Gut. Dann haben die jetzt Geburtstag. Es sind einfach so viele Sims im Haus. Es ist so ungewohnt, einfach so viele Sims zu haben. Ist nur mittelcool. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Ist schon wieder wer gestorben? Hallo, Cordulo. Wir werden uns vom Versorgungsnetz abkoppeln. Wir ziehen aus und verabschieden uns von der Technik. Einschließlich Telefonen. Danke für all die schönen Erinnerungen. Ich werde an dich denken, wenn ich tief im Wald nach Nahrung suche. Kann mir irgendwer sagen, was das sein soll? Ist das vom Spiel? Ich habe nämlich hier nur 2 Mods drin oder so, also gar nicht so viele. Ich check's nicht ganz. Und ich sehe diesen Sim auch nicht, also ich weiß nicht, wer das war. Ich verstehe gar nichts mehr.
Habe ich noch nie gesehen. Aber gut, jetzt feiern mal Vivian und Cordulo Geburtstag. Cordulo ist älter geworden und ist ein Partylöwe. Ach, schön. Partylöwe und Bücherwurm. Seltsame Kombi. Dann geben wir ihm weltbekannte Berühmtheit. Und dann hier noch Geburtstagskerzen hinzufügen. Ach, der hat auch graue Haare. Der hat, war nämlich blond als Kind. Warum hat denn der jetzt auch graue Haare? Warum haben alle unsere Kinder immer graue Haare? Oh oh. Oh oh, meine Sims bewegen sich nicht. Aber nur die bewegen sich nicht. Clemens bewegt. Was passiert? Können wir dich zurücksetzen? Okay, gut. Alles safe. Alles safe. Hier auch Geburtstagskerzen. Wieso können wir hier keine Geburtstagskerzen hinzufügen? Weil hier jemand ein Stück nimmt. Ich hasse dich, Sunny. Du bist mein Erzfeind. Oh. Gut. Vivian, kannst du bitte jetzt endlich Geburtstag feiern? Bitte feier endlich Geburtstag. Okay, gut. Jetzt funktioniert alles wieder. Perfekt. Vivian hat jetzt auch Geburtstag. Sie ist aktiv und kleptomanisch. Spannend. Dann wird sie doch einfach Profisportlerin. Passt doch perfekt. Dann fügen wir hier noch ganz schnell Geburtstagskerzen hinzu. Wer, irgendwer isst jetzt wieder ein Stück. Hä? Ist sie schwanger? Also, das war jetzt nicht Bodyshaming, aber das sieht eher aus, als wäre sie schwanger und nicht, als wäre das ihr normaler Bauch. Weil es halt nur ihr Bauch ist. Aber sie ist doch gerade erst zum Teenager geworden. Okay, weird. Ja, ich verstehe es nicht. Sims sind seltsame Wesen. Aber wenn du schon mal nichts zu tun hast, dann könntest du doch... Mach doch am besten Kuchen für alle. Also für alle. Allgemein Kuchen wie immer. Mach eine Schokotorte und du könntest auch helfen. Du hast immerhin den Kuchen angegessen. Dann machst du auch einen Kuchen. Dann haben wir wieder ein bisschen Kuchen auf Reserve. Das ist immer gut in diesem Haushalt. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!